Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück bei Pure. Ich liebe dieses Wort Pure. Geiles Spiel, wer den ersten Part nicht gesehen hat, der muss das jetzt noch nachholen, dann gleich wieder zurückkommen und diesen Part gucken, denn wir sind immer noch in dem ersten Turnierbaum beim letzten Rennen. Rein ins Sprintrennen, wir sind mit unserem Bad Moby unterwegs. Ich weiß, richtig geiler Name für dieses Quad. Und ja, wer das Spiel nicht kennt, ist es ein Quad-Spiel. Man fährt mit wunderschön gestalteten Quads durch die Landschaft, macht ganz viele Tricks, so was der Typ da gerade macht. Genau das. Und es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Es macht echt Spaß. Und oh, wir müssen mal zuhören. Was kommt denn hier? Denn ab und zu kriege ich dann doch nochmal einen Tipp über das Spiel, was ich so noch nicht wusste. Aber jetzt nicht. Okay, es geht los. So, ihr seht schon, es ist einfach bahnbrechend. Es sieht atemberaubend aus. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, dass ich einfach schon der absolute Pro bin. So, zack. Links, der erste Stunt. Okay, hier ist ein bisschen Gerangel direkt am Anfang. Und da haben wir uns schon langgelegt. Jawohl. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Das gehört auch dazu. Das gehört eben einfach auch zum Spiel dazu. Ey, da war ein Quad allein unterwegs. Alleinunterhalter. So. Dann wollen wir nochmal. Das war die erste Runde. Das ist ein Sprintrennen. Das habe ich beim letzten Mal schon rausgefunden. Dass die sehr kurz sind. Das sind meist fünf Runden. Ein Rennen, fünf Runden, kurze Runden. So. Okay. Aber ihr seht schon, es ist... ich raff's nicht. Ich bin der Pro, der es nicht rafft. Merke, diese kleinen Sprünge, ich darf nur einen Stunt machen, nicht mehr. Hier sind einfach die Sprünge zu klein. Zack. Alter, Latz, beinahe langgelegt. So, sehr schön. Okay, wir merken uns wirklich bei diesen Sprintrennen lieber kleine, schnelle Manöver. Boah, selbst das ist schon zu kurz. Ich muss mir den Sprintboost, den Boost, den Nostboost aufheben kurz vorm Sprung. Und dann nochmal jetzt zum Beispiel. Zack. Und nochmal einen schönen Trick wiederholt. Ah, da leck mich am Arsch. Natürlich muss ich den Trick wiederholen. Was soll ich mir ständig was Neues ausdenken, Melody? Okay, aber wir sind auf dem ersten Platz. Jawohl, jetzt kommt die Souveränität wieder rein. Jetzt bin ich wieder die Symbiose eingegangen zwischen mir und Quad. Okay, es geht in die letzte Runde. Können wir mal ein bisschen Nos gehen. Zack. Trickwiederholung. Ja, natürlich. Gib mir weniger Boost. Mir doch egal. Ich will den anderen nur eine Chance geben, bevor ich mich gleich wieder langlege. So. Letzte bisschen Nos. Alter, richtig gut aufgekommen. Mehr Glück als Verstand. Und dahinter müsste doch jetzt das Ziel kommen. Da haben wir's. So, und damit haben wir den ersten Turnierbaum komplett abgeschlossen. Und, ja, fortführen. Da wollen wir doch mal gucken, wie es hier weitergeht. Alter, was machst du da? Ist zwar geil, was du machst, aber du stehst mit auf der Strecke. Das macht man noch nicht. Das kann in die Hose gehen, Mann. Da mach einen Warnblinker an oder stell dein Hütchen auf oder sowas. Einen Fahrer, der sich bei jedem Rennen den Sieg abholt, sieht man hier nicht so oft. Du wirst schon bald zur Legende. Geil, wir haben Clayton Wade freigeschaltet und jeder, der Pure schon mal gespielt hat, der wird wissen, jeder will Clayton Wade. Jeder. Neues Sprintrennen, sehr schön. Wollen Sie die Teile anbringen? Nein, bitte nicht. Wir wollen einfach weiterfahren. So, zweiter Event, Bomb Squad. Vier Rennen, es ist ein... Erste Etappe beendet, wunderschön. Normales Rennen, ein Sprintrennen, noch ein Rennen, was ist das? Freestyle. Geil. Keine Ahnung, was es ist. Also normales Rennen und Sprint kennen wir jetzt schon, aber was bei Freestyle ist, ich vermute mal, ich muss ganz viele Tricks machen und kriege eventuell Punkte. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Vielleicht schon in diesem Part. Dazu müssen wir aber jetzt natürlich erstmal ein bisschen abliefern, denn wir wollen natürlich Erster werden. Wir wollen Erster werden. Let's go! Ja, aber man muss schon sagen, von der Beschleunigung bin ich eigentlich so ein bisschen der letzte Trottel. Vielleicht sollten wir dann doch noch mal ein bisschen ins Feintuning gehen bei dem Quad. Und vor. Und komm, da kann man noch einen dran setzen. Ja, er will wieder zu viel. Van Vierde Franz kriegt die Schnauze nicht voll und kriegt damit auf den Sack. So, mal rechten. Komm, noch ein. Alter, knappe Kiste.
hat gefunzt. Was ist denn das für eine geile Strecke hier? Sieht so ein bisschen aus, als würde man einen Vulkan umfahren, oder? Da links unten. Oh, was ist das für ein Sprung? Okay, das ist geil. Wollen wir noch einen? Nee, trau ich mich nicht. Alter, da fällt er einfach auf den Kopf gesprungen. Wunderschöne Landschaften hier. Schöne Seen. Da freut man sich doch. Da kriegt man was. Achtung, zu sehen. Alter, wo fahre ich lang? Die fahren alle hier lang. Das ist bestimmt ein guter Weg. Und zack, nach hinten. Oh, es ist aber auch nice, ne? Das ist mein Jump. Das ist meiner hier. Guckt ihn euch an. Da steht einfach schon im Dreck geschrieben, Fanfare Franz. Zack. Yes. Bis jetzt sind es immer noch die kleinen Tricks, die ich mache. Ich habe halt noch nicht den guten Booster aufgeladen. Ja. Ja. 8.7. Naja. Die springen auf jeden Fall ein bisschen Slice Me Niceiger als ich. So, nach vorne. Ich kann hier aber auch einfach nur einen Jump machen. Ein Trick meine ich natürlich. Ich bin ein bisschen zu langsam unterwegs. Aber wenn ich dann wieder mein NOS benutze, dann kann ich halt immer nur die kleinen Tricks machen. Ach komm, Alter. Guck mal, wie weit die springen. Jetzt geht's los. Der große Trick ist freigeschaltet. Jetzt werde ich euch meine Schuhsohlen zeigen. Alles klar. Let's go. Jawoll, ja, so muss das. Das sah doch ganz nice aus. Nochmal ein. Zack. Ja. So muss das sein. So, noch ein Trick. Dann haben wir auf jeden Fall den guten Trick freigeschaltet. Ich glaube, in diesem Let's Play werde ich sehr viel das Wort Trick sagen. Okay. Wir machen den rechten. Den rechten Trick. Zack. Und noch den vorderen mit dran. Zack. Und jetzt, passt auf. Genug Saft für Expertentricks. Und zack, der Experte. Lassen Sie mich durch, ich bin Experte. So, jetzt ein bisschen Nos verblasen und dann auf jeden Fall nochmal einen Expertentrick dranhängen. So, was hier? Alter, laber dich. Okay, es fehlt noch ein bisschen was. Kann man hier? Oh, da wollte ich aber auch zu viel, ne? Da will ich aber auch einfach wieder zu viel. Da habe ich gedacht, hier einfach mal so einen kleinen Trick, wo man eigentlich nicht Tricks dran zu hängen. Aber nein. Da habe ich mich gleich erstmal lang gelegt. Höp. Komm, mach noch einen. Ja, mal so viel Zeit. Expertentrick. Ich möchte eigentlich diesen super Special-Trick freischalten. Hier mit R1 und L1. Aber irgendwie ergibt sich gerade nicht die Möglichkeit. Ui, so. Ja, einfach mal klein machen hier, weil es kann, ne? Einfach mal so. Einfach nochmal so einen Lappentrick drangehangen. So. Jawohl, vielen Dank, der ist mir reingedonnert. Jetzt blasen wir einfach mal durch, nach vorne. Und nochmal nach links. Alter Latz, so muss das sein. Einen guten Trick, mach mal. Ui. Ich überlege gerade, eigentlich kann ich ja hier noch mein Looping machen, aber ich wüsste jetzt nicht wo in der Strecke, weil so viel Airzeit habe ich bis jetzt gar nicht. Und irgendwie müsste ich langsam aber sicher auch mal ein paar Plätze gut machen, ne? Okay, jetzt machen wir's. Zack, Alter. Da haut er einfach mal so einen Trick raus. Da hat er einfach mal den 360-Grad-Dreher gemacht, also horizontal gesehen. Okay. Jetzt muss ich einfach durchziehen. Ich krieg keine Plätze gut geschrieben sonst hier. Zack, Mann! Das Problem ist, ich habe immer noch nicht so richtig raus, wann das Ziel eigentlich kommt. Ah, da will ich mal noch einen kleinen Trick dran machen. Ah, da, ich überfahre dich mal. So, dritter Platz. Das ist natürlich alles noch nichts, ne? Zack. Oh, was ist denn hier, Alter? Fahr da mal. Könnt ihr mich bitte wieder zurücksetzen? Ich bin gerade nicht in der Lage, an diesem komischen Holzpfahl dran vorbeizufahren. Okay, ich würde einfach behaupten, ne, damit habe ich es verkackt.
Wer stellt denn da auch so einen Holzpfahl hin? Sag mal, sind hier Indianer unterwegs? Ja, Alter, jetzt einmal verkackt, ne? Einmal verkackt und du kommst hier gar nicht mehr im Berg hoch. Okay, das müssen wir normal machen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da bleibst du da dran hängen, kannst nicht rückwärts fahren und dann eine halbe Stunde später setzt sich das Spiel zurück. Das ist natürlich eine ganz linke Nummer hier, PlayStation, ne? Einmal böser Blick. So, let's go. Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft. Dann machen wir gleich erstmal einen Trick. Wir müssen aber besser werden. Alter Latz, da hat er zwei Schnelle gemacht. So, komm, battelt euch. Ihr sollt euch battlen. Battle of the best. So. Passt auf jetzt. Und zack. Da zieht er einfach mal durch. Er macht da noch einen. Und das wird nichts. Ei, caramba. Da wollte ich einfach mal zwei Loopings machen, aber das war einfach zu viel. Wir müssen die Strecken erstmal kennenlernen. Das war einfach zu viel. Man denkt immer, jetzt habe ich es drauf und dann zeigt einem das Spiel. Du hast noch gar nichts drauf. Du bist einfach der Lappen-Johnny. Aber eigentlich ganz geile Strecke hier. Also der Weg. Alter! Ja, aber dann zieh doch auch mal deine Runzelferse mal langsam wieder ein. Oh, guck mal, wenn die da springen. Wie geil ist das bitte? Ich meine, wir springen hier nicht, aber ich glaube, wir haben den kürzesten Weg. Wir sind jetzt schon auf dem dritten. Ja, ich würde jetzt mal sagen, nächste Runde nehme ich wieder den Weg. So, jetzt müssen wir natürlich mal wieder ein bisschen Noss aufladen. Zack, wie geht das? Mit ein paar geilen Tricks. Tricks. So, es geht einfach nicht. Das kriegst du den Sprung nicht hin. Du brauchst einfach... Ah, oh, da hätte ich noch einen machen können, ne? Du brauchst eben einfach auch den Noss. Jetzt geht es nicht. Zelda, sonst kriege ich den Sprung nicht richtig hin. Du bist einfach sonst der Oberlappen. Die Kurve ist gemein. Oh, es ist aber auch geil, wie die da springen. Okay, go. Einmal rechts und nochmal nach vorne. Hier kann man zwei machen. Können wir uns merken? What's, man? So, und damit dürfen wir den großen Trick schon machen. Den Christ-Trick. Ja, ich würde mal sagen, Freestyle werden wir heute wahrscheinlich nicht hinkriegen, hä? In der nächsten Runde dann. Komm. Komm rum. Oh, ich habe es angetippt, wie es im Tutorial beschrieben war. Ich habe es genau so gemacht. So, jetzt wollte ich irgendwo links, irgendwo wollte ich anders fahren als die anderen. Da gab es irgendwo mal, da ist es, der Weg. Alter, was für ein Ding. Was war das? Das war nicht so geplant. Mir wurde wieder irgendein Stein im Weg gelegt, über den ich nicht drüber fahren konnte. Okay, wir gehen eben wieder den Weg. Das ist hier eine gute Nummer gewesen. Okay, also den kleinen Trick nach vorne, den kann ich ab und zu mal machen. Da kann man sich noch abfangen. Ja, den verliere ich. Das ist mir aber auch Wumpe. Trick wiederholt. Ja, aber das ist so eine sichere Nummer, ne? Lieber mal einen Trick wiederholen und dafür nicht auf die Schnauze fallen. Eins. Pass auf. Ist bei eins geblieben, ne? Hab nur bis eins gezählt. Eins. Ne, zwei mache ich nicht. Forget it. Eins. Okay, zweiter Platz ist schon nicht so scheiße, ne? Letzte Runde. Also am Anfang lieber die Außenkurve nehmen. Ist dann doch ein bisschen geiler. Und nach vorne. Und das war's. Ja, reicht dafür auf jeden Fall aus. Und zur Seite. Jawohl, schön. Ey, die Kameraperspektiven sind aber auch richtig geil. So. Ja, der hier vorne, der hat's natürlich drauf, ne? Der sieht auch schon professionell aus, wie der einfach auf seinem Quad klebt. So, pass auf jetzt. Zack, antippen nach hinten. Großen Stunt gemacht. Richtig gut. Zack. Und jetzt hier das nochmal hinterher. Zack. Zack. Und nochmal einen kleinen. Nee. Wollt er nicht. Okay, dann nicht. So, jetzt den linken Weg. Das ist hier die bessere Strecke. Zumindest für mich.
So, jetzt brauche ich hier gleich den Noss. Hier kann ich den kleinen... Sowas kann ich machen, genau. Jetzt hier kurz anbremsen. Und jetzt gleich wieder Noss gehen. Und jetzt können wir nochmal einen guten Trick machen, oder? Auf jeden Fall. Und nochmal einen kleinen hinterher. Einfach, weil man es kann. Einfach, weil man es kann. Weil man gerade so ein bisschen Höhenflüge hat und erster Platz ist, da kann man das noch machen. Zack. Ja, da hätte ich noch einen schönen Trick machen können. Jawohl, Trick wiederholt, Alter. Ich habe dafür nämlich zwei gemacht. Alter. Zack, Mann. Erster. Alter Latz, was für ein Rennen. Wenn man sich einmal ein bisschen eingefuchst hat, dann geht's, ne? Dann sieht das Ganze auch schon schön harmonisch aus. Was für ein Rennen, ey. Richtig geil. Puh. Als nächstes kommt dann, glaube ich, wieder ein Sprintrennen. Das heißt, wenn meine Theorie stimmt, wenn das stimmt, dann sind es wieder genau 5 Runden, aber kleine Runden. Das heißt, ich muss mich auf die kleinen Tricks fokussieren. So. Gibt's da noch irgendwas? Zum Vorladen musst du kurz vor dem Absprung erst schnell runter. Ja, stimmt, das kennt man, ne? Also ich drücke damit den Stick hier nach hinten. Damit kann ich den Körperschwerpunkt verlagern. Und dann nach vorne und dann säbelt er nochmal richtig schön die Luft. Verstanden? Nein, ich auch nicht. Also ich jetzt auf Grundlage meiner Erklärung auch nicht verstanden. So, okay. Direkt erstmal ein großer Jump. Bin ich dafür. Oh, das schaffe ich gar nicht, oder? Ja, knappe Kiste. Knappe Kiste. So. Ich möchte auch, dass das hier zu Protokoll gehalten wird, dass es keinen Schwierigkeitsgrad gibt. Es gibt also eigentlich nur schwer. So, jetzt müssen wir mal langsam aber sicher mal hier irgendwie in Angriff gehen, oder? Zack. Ja, Trick wiederholt. Alter, ich bin fast so langsam. Ich schaff den Sprung nicht mal. Ich habe gerade 2 auf einmal gekillt. Zack. Okay, welcher Platz immer 14 da. Das ist alles nix. So, weg da. Weg. Zack. Sehr gut. Alter, die legen sich ja alle lang. Wie kriegen die das hin? Ist doch voll easy. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Alter, da hängt da einfach nochmal ein Jump dran. Habt ihr das gesehen? Einfach nochmal. Weil er es einfach kann. Zack, den linken. Oh, dritter Platz. Vierter Platz. Dritter Platz. Okay. Zack. Ah, da sind sie, die beiden. Einer hat sich langgelegt. Zweiter. Scheiße, den muss ich kriegen. Oh, das wird schwierig. Oh, ich schaff den Jump nicht mal. Das ist ja böse, ey. Alle schaffen den Jump, nur einer. Den kriegt keiner. Alter, ich bin doch hier gerade irgendwie der Lappenlurch gewesen, oder? Was war denn mit meiner Karre los? 2 Takter Fehlzündung, aber auf jeden Fall, gleich wieder ran. Der Anfang war irgendwie schon kacke, ne? Makelloses Rennen, wieso denn das? Ich war Vierter. Das ist ja nicht mal Trostpflaster, das ist gar nichts. So, links. Okay, wir müssen einfach uns an die Guten heften und uns von denen hier ziehen lassen. Ah, kann man machen. War jetzt nicht so geil. Alter, hier vorne ist Gerangel. So, ein ganz kleines Zipfelchen Noss habe ich noch. Nutzma! Hast du mich gerade Nutzma genannt? Ja, da kommt Freude auf. Verpiss dich, Alter. Verpiss dich! Oh, wieso schaffe ich diesen Jump nicht? Alle anderen schaffen es doch auch. Hier kurz anbremsen. Und dann vorbattlen. Battle of the best! Zack! Eat my shoes! Und hap! Oh, warum dieser Jump hier so kacke ist. Die anderen kriegen das immer besser hin. Vielleicht sollte man dann doch mal in den Tuning-Modus übergehen. Mal gucken, ob man vielleicht schon mal so ein bisschen unser Fahrzeug in Sachen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit ein bisschen tunen können. Jawoll!
Hier brauche ich auf jeden Fall den Nossbalken. Damit ich da hinten nicht immer gegen diesen kleinen Berg springe. So. Komm, ey. Hier brauche ich keinen Noss. Das schaffe ich auch so. Okay. Ich bin Erster. Jetzt auf die Zielgerade. Jetzt muss ich einfach nochmal Noss gehen. Jawohl. And that's it. Man muss halt erstmal die Strecken einzeln lernen, ne? Wo genau kann ich welchen Jump machen, wie genau kann ich dann tricksen und vor allem, wo kann ich dann den Noss richtig gut rausblasen, damit ich dann die optimale Kurvenlage habe. Ja, schön. So, ich würde jetzt aber auf jeden Fall mal sagen, denn das war das letzte Rennen für diesen Part. Wir gehen jetzt in den Tuning-Modus über. Denn ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen was machen kann... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nicht Dreieck drücken, ne? Verschrotte dein Bike. Verändere dein Bike. Hier kannst du dein ATV umrüsten. Um ein Teil zu wechseln, wähle es in der Komponentenliste aus und dann eine Alternative aus... Na, das nehmen wir. Ah, oh, jetzt muss ich von vorne wieder anfangen. Ja, dann müssen wir jetzt halt durch. Was ist denn jetzt hier? Leistungskomponente. Wähle Rahmen. Habe ich. Habe ich. Rahmen habe ich ausgewählt. Ich will den Rahmen nicht mehr auswählen. Ah, hier. Okay. Es lag vielleicht an mir. Wettrennen oder im Freestyle. Du brauchst. Ist egal. Ich brauche mehr Geschwindigkeit vor allem. Federung nicht. Brauche ich auch nicht. Ja, gut. Bei Bereifung können wir natürlich mal gucken. Das nimmt mir sogar die Beschleunigung noch weg. Aber was ist denn Standard? Gibt es hier noch was anderes? Ne. So, wollen wir nochmal gucken. Motorisierung. Ja, vielleicht sollte man dann doch mal auf einen Viertakter übergehen. Der hat nämlich viel mehr Maximaltempo. Denn... Ja, man könnte natürlich für die Sprintrennen Zweitakter nehmen. Für die kleinen Runden, wo du viel Beschleunigung brauchst. Und für die großen Rennen dann den Viertakter. Damit ich Hauptsache... gute Geschwindigkeit habe, ne? Deswegen würde ich hier den einfach mal lassen. Oh. Oh. Okay. Oder man nimmt einfach mal die neue Klasse, die man freigeschaltet hat. Auch möglich, würde ich mal sagen. Lenkstangen gibt es in... So, warte mal. Gibt es denn hier schon was Neues? Nee. So, Upgrade. Da steht doch irgendwas mit Upgrade. Die Höchstgeschwindigkeit. Standard. Ne, warte mal. Gibt es hier noch was Neues? Hier gibt es nichts Neues. Okay. Hier, neues Upgrade. Neue Bremsen. Hau rein. Jawoll. Was ist das? Das ist aber auch eine Steuerung, eine homöopathische Dosis hier. Zwei Pünktchen. Bitte? Aber okay, man nimmt mit, was man mitnehmen kann. Das haben wir auch gemacht. Und ich finde, ganz ehrlich, Änderungen beibehalten. Jetzt wichtig, X. Ja. Das wollen wir machen. Und dann würde ich mal sagen, falsche Motorenklasse. So, weil das D ist. Alles klar, das heißt, ich muss hier nochmal... Ja gut, ich kann natürlich auch... Hier kannst du dein ATV umrüsten. Hier einfach nochmal den anderen Motor wieder reinbasteln für die letzten Rennen. Und dann eine Alternative aus der Liste. Jeder Komponententyp hat Zusatzoptionen wie Fahrt. Ja, müssen wir halt den nehmen. Nehmen wir mal den. Nimm einfach mal Viertakter, denn jetzt haben wir ja das normale Rennen und Freestyle. Bei Freestyle ist halt die Frage, das sieht nach der kleinen Strecke aus, ne? Dann wäre der Zweitakter wahrscheinlich wieder besser gewesen. Egal, wir probieren es einfach beim nächsten Mal aus mit dem Batmobi. Ja, mit dem Viertakter jetzt am Start und dann geht's weiter mit Wettrennen und dann im Freestyle. Vielen Dank für heute, fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play. Lasst einen Kommentar, ein Abo, ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal einfach wieder zurück auf meinem Kanal mit... Wie ist das Spiel? Genau, Pure. Danke fürs Zusehen. Ciao.